Herr Lauck, Sie sind hier in Bad Nauheim Bestatter. Sie haben aber nicht nur beruflich mit dem Sterben zu tun, sondern auch selbst eine Nahtoderfahrung erlebt. Ich möchte Sie als Einstieg in unser Gespräch fragen, wie es dazu kam und was Sie damals erlebt haben. Ich hadere immer so ein Stück weit mit dem Begriff Nahtoderfahrung, weil ich nicht das Empfinden hatte, tot zu sein. Es kam mehr oder weniger. Die Vorgeschichte ist relativ lang. Heute würde man vielleicht sagen, dass ich eine Depression hatte. Mir war unterm Strich alles zu viel. Das Leben hat für mich keine großartigen Reize mehr geboten und ich bin in ein recht tiefes Loch gefallen. Und ja, und in diesem tiefen Loch. Ganz einfach. Ich hatte keine Ambitionen, auch mehr da rauszukommen. Ich wollte mich ganz einfach gehen lassen. Also keine Suizidgedanken oder ähnliches, aber auch mir ist es schwer gefallen, an dem Leben noch teilnehmen zu wollen. Und an vermutlich dem tiefsten Punkt dieses Zustandes, ich hatte was zu erledigen in einem meiner Lebensmittelgeschäfte damals und während der Autofahrt. Ist das dann ganz einfach geschehen? Es war real, ein Bruchteil der Sekunde. Aber im Grunde blieb die Zeit stehen und es war alle Zeit der Welt. Alles war da in dem Moment. Und es ist mit Worten sehr, sehr schwer zu beschreiben. Das heißt, es war ein Moment während einer Autofahrt. Genau, ein Bruchteil von einer Sekunde. Es war nicht so, dass der Himmel aufging. Es war im Grunde gar nichts mehr da und alles. Und ich vergleichsbildlich eigentlich ganz gerne, wer Matrix kennt, so die Zahlenstränge, die da laufen. Ich glaube, die sind grün in etwa so, nur viel komplexer in Gold. So, das und halt auch wirklich mit allen Formen, Figuren und ja, auch Licht, aber nicht Licht, auch Tunnel, aber kein Tunnel. Also es war im Grunde alles da. Und das war aber ein Moment, der Sie wirklich nachhaltig beeinflusst hat. Ja, natürlich. Ja, in jedem Fall. Die Schwere der Situation zuvor oder der ganzen Zeit, die mich in diese Situation gebracht war weg. Das war ganz einfach, ja, es war vollständig weg. Seitdem bin ich eigentlich innerlich wie zweigeteilt. So einmal derjenige, mit dem Sie jetzt sprechen, der hier sitzt und der ganz normal am Leben teilnimmt, wie jeder andere auch, der auch die gleichen Empfindungen hat, die gleichen Dinge macht und so weiter. Aber auch gleichzeitig, was nicht stimmt. Aber so sinnbildlich kann ich mich auch von außerhalb wahrnehmen und kann über mich. So wie ich hier sitze und bin, eigentlich genauso auch von außen empfinden, wie jetzt über Sie, wo ich Sie sehe. Das heißt, wenn mein Körper Schmerz empfindet, empfindet er Schmerz und das tut auch weh, das ist auch alles ganz furchtbar, aber nur hier in dieser Körperlichkeit und der andere Part feiert eigentlich eine Party, dem geht es immer gut. Hat dieses Erleben dann auch Einfluss auf Ihre Berufswahl gehabt? War es mit ausschlaggebend dafür, dass Sie Bestatter geworden sind? Ja, natürlich. Allerdings erst viele, viele, viele Jahre später. Diese Erfahrung liegt über 20 Jahre zurück. Ich kann es gar nicht genau sagen, weil Zeit relativ unwichtig geworden ist seitdem. Und ich hatte damals drei Lebensmittelgeschäfte, ein Tonstudio und eine Kneipe noch. Die Welt war irgendwie zu klein und es musste immer größer, schöner, schneller alles sein. Und auch das ist mit einem Mal gekippt. Ich konnte mit einem Mal kein Fleisch mehr essen. Und musste mich von meinen Geschäften verabschieden, bis auf eins, weil ich ja meinen Lebensunterhalt noch bestreiten musste. Und wusste, ich brauche mit niemandem drüber reden, weil es nicht zu verstehen ist. Und es war aber auch alles gut. Also mit dieser Erfahrung war alles gut. Alles, was geschieht, alles, was ist gut. Und was die Lebensmittel, das Lebensmittelgeschäft betrifft, das habe ich dann vor 6 Jahren, glaube ich, geschlossen. Weil das ganz einfach genug war. Hatte ein Jahr Auszeit mir selber genommen, um mir dann bewusst zu werden, was ich gerne machen möchte. Und im Grunde ist alles weggefallen.
So, was ich gerne mit guter Motivation tun möchte, ist im Grunde gar nicht viel übergeblieben. Gar nichts. Ich wollte nichts machen, wo man erst einen Bedarf erzeugen muss, um diesen dann zu befriedigen. Oder wo man, ja, wo es wieder um das Höher, Größer, Schneller weitergeht. Oder was an den Bedürfnissen der Menschen zum Teil vorbeigeht. Und als mir der Gedanke kam, bestatte, da dachte ich, ja super. Menschen in dieser Situation, wenn jemand verstorben ist, die brauchen in jedem Fall Hilfe. Das ist eine Notsituation. Und da selber meine Angst vor dem Tod ohnehin verflogen ist damals und ich auch mit den behördlichen Abwicklungen kein Problem habe, auch mit handwerklichen Arbeiten oder auch mit dem Umgang mit Menschen und so weiter, ja, ich wollte es gerne probieren, weil wie der Umgang mit verstorbenen Menschen tatsächlich ist, das konnte ich erst erfahren, wenn ich es tue. Ja, und dann habe ich mich bei einem Bestatter beworben, konnte auch direkt anfangen. Sie haben, wenn man es so ausdrücken will, das Leben in einer anderen, größeren Dimension erfahren. Hat dieses Erlebnis bei Ihnen auch Auswirkungen darauf, wie Sie mit Angehörigen von Verstorbenen umgehen? Mit Sicherheit. Ich kann ja natürlich immer nur von mir sprechen. Und als ich damals als Bestatter angefangen habe, bin ich relativ schnell zwischen die Fronten gekommen. Einmal, was von mir erwartet wurde, wie ich Gespräche zu führen habe, was die Firma leistet in Verbindung mit den Angehörigen, was die Bestattung betrifft und das, was ich gerne tun wollte. Weil ich schon gespürt habe, dass jeder verstorbene Mensch ist anders, jede Familie ist anders, die Angehörigen, jeder empfindet anders. Und ja, durch das, was mir widerfahren ist, in dieser Weite, in dieser Offenheit, gelingt es mir, glaube ich, ganz gut, zunächst ganz einfach mal in die Situation zu gehen und dann auch in der hochsensiblen Situation auch ganz gut wahrzunehmen, was ganz einfach günstig ist in diesem unangenehmen Moment. Und ich kann es nicht sagen. Also ich freue mich auf jede Familie, die ich treffe, auf jede Situation. Und die wird in diesem Moment neu geschrieben. Es gibt keine Vorgaben, weil ich mich nur als Helfer sehe. Eine Vorgabe haben Sie doch, dem Abschied Zeit geben. Das ist das Motto Ihres Bestattungsunternehmens. Ja. Steht das im Zentrum Ihrer Arbeit? Mehr oder weniger. Nicht in jedem Fall dem Abschied Zeit geben, aber ich musste und muss immer wieder erkennen, dass es den Menschen gut tut, wenn man die Situation so ein bisschen entschleunigt. Wenn man zunächst mal ganz klar vermittelt, sie haben Zeit. Es muss jetzt nicht direkt die verstorbene Person überführt werden oder kremiert werden. Sie haben Zeit, um mal drüber zu schlafen und noch mal drüber zu schlafen, um für sich rauszufinden, stimmt das auch, weil man kann es ja nicht wiederholen. Und gerade hier in Deutschland ist es so, dass das Thema Tod und Sterben sehr, sehr, sehr weit in den Hintergrund geraten ist. Fast alle Länder, auch die umliegenden europäischen Länder, haben noch eine Sterbekultur. Und in Deutschland gibt es das nicht. Keiner weiß Bescheid. Und was mir sehr unangenehm ist in den Situationen immer, wenn ich mit den Angehörigen am Tisch sitze, dass ich im Grunde vorschlagen kann, was ich will, und zu allem wird Ja gesagt. Und das gefällt mir nicht. Und aus diesem Grund ich mag ganz einfach mit den Menschen reden. Und man findet es heraus. Man redet und man kann nicht alle Optionen aufzeigen, das ist unmöglich, weil es zu viele gibt. Aber im Gespräch filtert sich das schon so zusammen und fast immer heißt es nach der Trauerfeier dann, oder wenn ich später nochmal vorbeikomme und die Rechnung überbringe, dass es schön war. Also schön, diese Worte finden fast alle. Ich habe auch schon toll oder es hat Spaß gemacht geheißen. Das hat auch mich dann verwundert, wenn eine Witwe dann sagt, nachdem sie das Kreuz in das Grab gesteckt hat, nachdem sie es selber zugeschaufelt hat mit ihren Söhnen und sagt dann, das hat Spaß gemacht. Ja.
Sie sind davon überzeugt, dass unser Leben mit dem Tod nicht endet. Hat diese Einstellung bei Ihnen auch einen Einfluss darauf, wie Sie einem Verstorbenen begegnen, in dem Sinn, dass Ihnen bewusst ist, hier mehr vor sich zu haben als nur einen toten Körper? Das musste reifen. Also man kann in gar keinem Fall sagen, das ist grundsätzlich so. Es gibt gar keine Regeln. Ich denke, weder für uns hier, wir kennen alle die Regeln und die Gesetze, die sind von der Natur vorgegeben und wir wissen, wenn wir sie überschreiten. Auch die Menschen, die im Gefängnis sitzen, die wissen das auch, warum sie da sitzen, wann sie was gemacht haben und wann es auch mal gut gegangen ist. Und so ist es auch im Tod. Wenn ich einen verstorbenen Menschen sehe, dann kann man ab und zu sehr gut wahrnehmen, dass noch Teile von ihm hier sind. Ab und zu kann man aber auch wahrnehmen, da ist gar nichts mehr. Und natürlich alles, was dazwischen liegt. Einmal war es tatsächlich so, dass ein verstorbener Mann, er hat dann geweint, als wir ihn angezogen haben und es ging dann wirklich dem Ende zu, ist ihm eine Träne runtergelaufen. Ist physikalisch sehr wahrscheinlich nicht gut zu erklären, weil weder der Kopf war in keiner Schräglage oder ähnliches. Es war dann ganz einfach so. Ich weiß es nicht, inwiefern. Bei Aufbahrungen kann man das immer sehr, sehr schön sehen, wenn jemand dann hier in dem Raum ist. Das ist der Aufbahrungsraum, wo wir sitzen hier. Und der Ausdruck der verstorbenen Person verändert sich, wenn ich die Kerzen anzünde, wenn ich Musik anmache, wenn die Angehörigen kommen oder wenn sie gehen oder wenn ein bestimmter Angehöriger kommt. Und mir persönlich ist das völlig gleich, ob sich jetzt nur meine Wahrnehmung verändert oder ob sich die verstorbene Person tatsächlich verändert. Was ich aber sagen kann, ist, dass man das im Kollektiv wahrnehmen kann. Dass wirklich ab und zu zwei, drei Menschen beisammen sehen und stehen und dann heißt es auf einmal, siehst du mal, einer wird jetzt lächeln. Und das war zuvor nicht so. Unsere Gesellschaft tabuisiert den Sterbeprozess, den Tod üblicherweise. Woran liegt das und was, glauben Sie, könnte man tun, um dieses Tabu zu durchbrechen? Die Gründe sind sehr, sehr vielfältig. Das hat mit der Gesellschaft, mit dem gesellschaftlichen Wandel überhaupt zu tun. Früher sind die Menschen zu Hause verstorben. Der Schreiner hat den Sarg gebracht und gekümmert haben sich die Familienmitglieder, die Nachbarn, die Gemeindeschwester, aus der Kirche Personen. Und irgendwann wurde im Krankenhaus gestorben. Früher gab es kaum Pflegeheime, Altenheime. Und heute ist es fast Standard, dass wenn man älter wird und sich nicht mehr allein versorgen kann, dass man in ein Pflegeheim kommt. Und das ist aber in den anderen Ländern genauso. Was Deutschland unterscheidet, ist ganz einfach der Zweite Weltkrieg. Nach dem Ersten Weltkrieg sind die Soldaten als Helden, in jedem Fall ehrenvoll empfangen worden. Und die Verstorbenen sind auch ganz einfach, ja, als nicht als Kriegshelden, aber es war in Ordnung, es wurde hoch angesehen. Und nach dem Zweiten Weltkrieg, das war ganz einfach eine derartige Schande, dass dann ein riesenschwarzes Tuch drüber gelegt wurde. Es wurde nicht gesprochen darüber. Es wird zum Teil bei den sehr alten Menschen, die es noch mitbekommen haben, auch heute nicht darüber gesprochen. So in den Familien. Man bekommt es ja mit, auch in den Traueransprachen, wer was mitbekommen hat von den älteren Menschen. Und ich sitze bei den Familien und nein, es wird zu Hause nicht drüber gesprochen. Und das hat eine neue Kultur, nachdem das abgelöst wurde, dass die Menschen nicht mehr zu Hause versterben, verhindert. Es wird ganz einfach ein Tuch drüber gelegt. Und meine Auffassung, wie man dem entgegenwirken kann, ist ganz einfach, indem man es öffentlich ganz einfach anregt, wie Sie es mit Ihrer Arbeit machen, wie ich es auch mit meiner Arbeit mache. Ich bin ja auch nicht ruhig und ich rede gerne drüber und mache immer gerne aufmerksam, wie wichtig es ist, darüber zu reden. Weil die Rituale, Gepflogenheiten, wie es sie früher gab,
die sind nach und nach weggebrochen. Und wer eins und eins zusammenzählen kann, weiß, wenn man auf der einen Seite was wegnimmt, braucht es auf der anderen Seite einen Ausgleich. Und den gibt es nicht. Und diese Schieflage, die fängt echt an zu schmerzen. Und der Ausgleich aus meiner Sicht gesehen ist wirklich der individuelle Umgang mit den Angehörigen, im Vorfeld vielleicht sogar schon mit den Sterbenden durch die Hospizarbeit. Und ja, das kann durchaus ein Ausgleich sein. Sie sind auch als Autor tätig. Sie haben einen Ratgeber verfasst, Abschied, Bestattung, Trauer. Mehr Mut zur individuellen Trauerfeier, lautet ein Untertitel. Können Menschen wirklich so leicht einen individuellen Weg wählen? Das ist in der Situation wahrscheinlich nicht so einfach. Sehr schwierig. Sie sagen gerne, ja, es ist eine sehr schwierige Situation und Sie möchten am liebsten gar nicht in dieser Situation sein und nehmen wirklich gerne jede Hilfe an in dieser Situation, ohne ein Bewusstsein dafür zu haben, was es später mit Ihnen macht. So, wenn anschließend die Frage kommt, haben wir denn alles richtig gemacht nach 2-3 Wochen, ist schon immer ein bisschen problematisch, weil dann ist das Gefühl ganz einfach nicht so, dass alles in Ordnung war. Irgendwas klemmt dann und der Platz zum Trauern ist natürlich sehr wichtig. Aber Sie sitzen mit 3 Menschen am Tisch, der Vater ist gestorben, die Mutter und 2 Kinder sind mit am Tisch und für den einen ist das sehr, sehr wichtig, für den anderen wiederum nicht. Für den einen ist es sehr wichtig, dass eine Erdbestattung für den Vater nur in Frage kommt. Und der andere sagt dann, nein, nein, der wollte in jedem Fall verbrannt werden. Und ja, das ist schwierig. Es ist wirklich sehr, sehr schwierig. Und man muss ganz einfach miteinander reden. Ab und zu nochmal gehen und die Familie auffordern, dass die miteinander reden, um eine Entscheidung zu treffen, die nachher für alle stimmt. Und man kann es im Vorfeld nicht sagen. Und das ist ja genau die Individualität. Nach außen hin sieht es oftmals aus, als wäre es ein Standard. So. Es ist ja auch nichts wie bei Müllers von nebenan. War ganz genau so. Aber im hinteren Part, also die Arbeit des Bestatters ist sowieso fast ausschließlich im Hintergrund, hat sich es ganz anders verhalten. Ja, und die Möglichkeiten sind wirklich von A bis Z. Wenn jemand im Pflegeheim verstirbt, den kann ich trotzdem noch mal nach Hause bringen, dass er zu Hause aufgebahrt wird zum Beispiel. Oder wenn die Möglichkeit halt nicht besteht, hier, wenn die Kinder weiter weg wohnen und erst am nächsten Tag kommen und dann vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt nochmal und es gibt da keinen Druck. Mhm. Und die Menschen halt ganz einfach auch darauf hinzuweisen, sie müssen nicht alles jetzt eben gerade und schnell, muss nicht sein. Es ist vom Arbeitsablauf her sehr einfach. Also ein Bestatter kann das durchaus auch super für sich nutzen. Deswegen braucht es ja aufgeklärte Menschen. Ich wünsche Ihnen für alle Ihre Bemühungen zu einer individuellen Wegweisung alles Gute. Herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ich danke Ihnen. Dankeschön.